Hallo und herzlich willkommen. Heute wieder mit einem neuen Toy Review von Transformers Autobots Sideswipe in der neuen Version von Dark of the Moon, in der MechTech-Version. Wer sich fragt, was MechTech in dem Sinne ist, das sind diese schönen kleinen Waffen, die sich auch transformieren können zu einer Zweitwaffe. Sideswipe wird hier geliefert mit einem schönen Blaster mit 6 Läufen, was ich sehr schön finde, gut gemacht. Hier schön vom Details her mit einem Fernglas. Und wenn ihr vorne diesen Button hier eindrückt, klappt diese Waffe zu einem Schwert aus. Richtig schön hier mit den cybertronischen Verzierungen, mit den Schriftzügen, finde ich sehr schön gemacht. Und nochmal langsam. Waffe klappt halt so aus. Lässt sich leider nicht hier irgendwie befestigen, dass die Waffe dauerhaft so bleibt. Finde ich sehr schade, das hätte man besser machen können. Ansonsten ist eine sehr schöne Waffe. Und diese Waffe kann bei Sideswipe natürlich einmal hier oben befestigt werden, was ich sehr schick finde. Alleine wenn man sich überlegt, hier zum Beispiel sind die Fahrer und die Waffe ist in der Mitte befestigt. Andererseits kann man auch die Waffe an der Seite befestigen. So. Dann kann er quasi beim Fahren die Waffe so rausklappen und den Gegnern die Beine wegschnetzeln. Sideswipe ist hier in der Cabrio-Version, was ich sehr schön finde. Ich habe nochmal zum Vergleich den allerersten Sideswipe in der geschlossenen Version. Man erkennt natürlich hier sehr schön, die Figur ist ein wenig kleiner geworden. Das heißt, so, man sieht es jetzt. Wie gesagt, ein wenig kleiner geworden, hinten vor allem. Leider hat diese Version hier nur ein ganz schlichtes, schwarzes, rauchartiges Fenster. Wenn man ganz genau hinsieht, sieht man, dass es leicht violett ist. Allerdings sehr schade, denn man sieht hier auf der Verpackung, dass die Figur eigentlich mit einem komplett violetten Fenster geliefert wird. Auch die Waffe ist leider nicht richtig bemalt. Man sieht hier, unsere Version ist grau in grau in grau. Und die Takara-Version natürlich schwarz und blau. So, aber so viel zu den Kritiken. Kommen wir mal zu der Figur an sich. Die Figur an sich gefällt mir, wie gesagt, richtig gut. Genauso wie der erste Sideswipe ist sie sehr detailreich. Man sieht hier vorne natürlich die Sitze. Sehr schön ausgearbeitet. Ich versuche mal ranzuzoomen. Sehr schön ausgearbeitet. Man sieht richtig, die Polster haben selbst auch kleine, feine Details drauf. Innen drinne ist er relativ, ohne große Details. Allerdings hat er natürlich auch sehr schöne Lenkrad mit drinne. Von den Armaturen, finde ich, ist sehr schön gelöst. Die Spiegel übrigens sind aus einem, Gummi. Genauso wie bei der alten Version. Die alte Version hatte auch hier die Gummispiegel. Und die Transformation ist relativ ähnlich. Kommen wir aber gleich dazu. Die Figur an sich, wie gesagt, es hat sich einiges verändert. Erstens, sie ist kleiner geworden. Zweitens, die alte Version war noch im schönen Silber-Metallic. Die neue ist mittlerweile nur in einem hellen, schlichten Grau. Das war's. Die Reifen sind fast dieselben geblieben. Sind auch ein bisschen kleiner, aber ansonsten so ziemlich die gleichen. Auch das Profil ist gleich geblieben. Und auch der Frontgrill ist so ziemlich gleich geblieben. Die Lichter haben sich natürlich geändert. Hier sind die Lichter an der Seite angegeben und hier vorne. Ansonsten der gleiche Hersteller. Bei der alten Version ist das Logo noch unbemalt gewesen. Hier hat man es verbessert. Hier ist in Originalfarben. Und an sich hinten ist die Figur auch fast gleich geblieben.
Nur bei der neuen Version sieht man hier unten natürlich die Beine teilweise noch rausgucken. Finde ich jetzt nicht so schön. Soll wahrscheinlich angedeutet irgendwie mit den Auspuff darstellen oder wie auch immer. Ich weiß es nicht. Jedenfalls gefällt es mir nicht ganz so sehr. Aber was soll's. Auch wie in der alten Version haben sie hier das Nummernschild natürlich nicht mit angebracht, was ich auch sehr schade finde. Allerdings haben sie hier einen Heckspoiler diesmal angebracht. Ja, kommen wir jetzt einfach mal zur Transformation an sich. Die Figur ist sehr einfach von der Transformation. Man löst einfach hier hinten einmal die Beine, löst einmal hier diese Pins, fertig. Dann kann man einmal hier hinten die Beine nach unten klappen, dann sind sie nicht im Weg. Dann kann man einmal hier die Arme und die Schwerter rausdrehen. So. Das ist das Einfachste von allem, was man machen könnte. Und wenn das die Beine und die Arme nach unten weggedreht hat, oh je, ich sehe gerade, das sieht aus wie so eine Art Vogel auf zwei Stelzen. Naja, egal. Auf jeden Fall kann man hier unten dann noch die Seiten wegdrehen. So. Ein bisschen rauszoomen. So, das ist einmal das Wichtigste, dass man halt diese Seiten zur Seite dreht und einmal runterklappt. So. Dann dreht man einmal die Beine nach unten, dass die Sitze hier oben nicht mehr an der Rückseite festhaken und klappt dann einmal hinten den Auspuff rein und klappt das Ganze einmal nach oben. So. Anschließend hat man hier unten die Beine, klappt die auseinander, hier unten die Knie nach unten drehen, die Beine hier nach innen drehen, so auseinander nach unten klappen und anschließend die Beine nach innen. Hier noch einmal dann die Halterung raus, bei mir ist sie jetzt sehr locker, das heißt sie hält nicht wirklich, was ich sehr schade finde. Und hier einmal das gleiche, hier einmal nach außen drehen, runterdrehen, nach innen drehen und die Halterung nach unten. So, das ist jetzt sind die Beine. Anschließend klappt man hier oben den Brustkorb nach oben, der Kopf kommt zum Vorschein. Anschließend wird hier oben die Motorhaube komplett gelöst. Wenn die gelöst ist, kann man sie, nach oben klappen. So. Dann sieht es so aus. Anschließend klappt man, bitte darauf achten, dass der Kopf gerade ist, ansonsten blockieren hier oben die Ohren, die Motorhaube. Und anschließend hier rumklappen. Und jetzt hier unten den Brustkorb in dem Torso unten befestigen. Hier ist nämlich eine kleine Öffnung hier unten und hier ist ein Pin. Und diesen Pin einfach hier reinstieben. Fertig. So. Anschließend die Schulter nach oben drehen. Hier ebenso. Und die Arme nach unten. So. Fertig. Jetzt anschließend noch die Jetpacks oder die Flügel quasi nach hinten drehen und schon hat man das Rückenmodul fertig. Man kann natürlich, finde ich persönlich ein bisschen schöner, die nach oben klappen und zur Seite drehen. Finde ich persönlich macht mehr her, muss man allerdings dann wissen, ob man das auch wirklich bevorzugt. Man kann natürlich, wie es im Original dann der Fall ist, natürlich auch so nach hinten drehen. So. So wäre es jetzt original gewollt, wie in der Beschreibung. Ich finde es allerdings nicht so schön. So, jetzt kann man die Figur so präsentieren. Das wäre jetzt quasi Sideswipe in seinem Angriffsmodus. Allerdings kann man hier noch, das wollte ich gleich noch zeigen, die Arme rausdrehen. Ich finde es jetzt persönlich so besser in dem Waffenmodus, wenn quasi die Hand reinklappt und die Schwertklinge nach außen kommt. Allerdings ist das jedem selbst überlassen. So.
noch so auseinander. Und schon ist Sideswipe fertig. So, das wäre jetzt eigentlich schon die ganze Transformation. Leider, wie gesagt, in diesem schlichten Grau gehalten. Man sieht hier auch auf der Verpackung, eigentlich ist er in einem Silber gehalten, Silbermetallic. Da hat man mal wieder bei uns in Deutschland gespart, was ich sehr schade finde. Ansonsten eine super Figur. Jetzt kann man natürlich, wie man es hier jetzt noch sieht, auf der Verpackung die Beine in diesen sogenannten Storchenmodus bringen. Dadurch einfach einmal das nach hinten klappen und die Beine so schräg anwinkeln. So. Schräg anwinkeln, nach vorne. Und die Beine in diesen sogenannten Storchenmodus bringen. Gefällt mir jetzt persönlich nicht so, aber so ist es halt gewollt vom Film her. So, die Figur an sich ist von der Beweglichkeit sehr schön gemacht. Sie hat sehr viele Gelenke, auch sehr viele Möglichkeiten, die Beine zu positionieren, was ich auch nicht schlecht finde. Das Einzige, was ich nur negativ in dieser Figur finde, ist, dass sie nicht wirklich gut steht. Ganz ehrlich. Auf diesen Stelzen steht keine Figur besonders gut. Man kann natürlich jetzt sagen, okay, sie ist frontlastig, dadurch drehe ich jetzt die Klingen nach oben. Steht sie natürlich besser. So, wenn ich sie mal zum Stehen bekomme. So, aber das war es dann auch schon. Die Figur, wie gesagt, ist sehr simpel gehalten. Fangen wir mal bei den Füßen an. Die Füße sind, wie gesagt, haben schon sehr viele Gelenke und sind auch so sehr schön gemacht. Man kann sie zur Seite drehen, man hat dann quasi die Räder drin. Man kann sie auch quasi so benutzen, als wenn sie fahren würde, die Figur. Finde ich allerdings jetzt nicht so toll. Man hat hier innen drin die Details, die Bremsscheiben. Die hätte man vielleicht noch in einem Gold oder so machen können. Finde ich sehr schade, dass sie so gehalten wurden. Man sieht hier ansonsten, die Details sind schon sehr hochwertig. Hier die Pneumatik und die Stoßstangen sehr schön angedeutet. Stoßstangen sage ich jetzt schon, die Stoßdämpfer. Die Sitze der Figur im Automodus ist hinter den Beinen. Allerdings finde ich sehr gut versteckt. Man sieht sie so nicht auf Anhieb. Und der Torso ist jetzt in einem Blau-Grau gehalten. Das Grau ist hier aufgemalt. Hätte man besser machen können, aber nur gut. Der Brustkorb auch sehr schlicht gehalten. Sieht eher aus wie ein aufgedrückter Brustkorb. Beziehungsweise hat mir neulich jemand gesagt, es sieht aus wie ein Gesicht. Hier die Augen, hier der Mund. Finde ich jetzt allerdings nicht so schön. Dann vorne die Frontlichter, die man hier noch sieht, sind im durchsichtigen Plastik gehalten. Die sieht man natürlich. Oben der Hals gut versteckt. Man sieht den nicht, aber man sieht die Halskrause halt. Die Figur selbst hat einen auf einem Kugelgelenk befindlichen Kopf. Das Gesicht, muss ich ganz ehrlich sagen, es fehlen Details eindeutig. Man hat zwar hier dieses Lightpipe drin, aber das hätte man besser machen können. Schön hätte ich es gefunden, wenn hier unten jetzt zum Beispiel an der Seite noch hier unten diesen Rillen Silber drin gewesen wäre. Oder der ganze Kopf in dem Silber gehalten worden wäre. Es wäre sehr viel schöner gewesen. Die Schultern sind sehr schlicht gehalten. Man hat ganz normal hochklappen. Wenn die Klinge natürlich oben ist, hat man natürlich sehr große Einschränkungen, was die Beweglichkeit angeht. Ansonsten kann es um 360 Grad einmal drehen. Die Ellenbogen haben ganz normale Gelenke auf Hand eines Zahnrads, wie auch schon beim Fall of Cybertron Jazz. Wenn ich jetzt die Klinge nach unten halte, kann man natürlich auch richtig schön den Arm zur Seite drehen. Ist ansonsten, wenn ich jetzt die Klinge oben habe, schwer umsetzbar, weil die Klinge halt blockiert. Die Hand kann man nicht bewegen, außer nach innen. Das war's schon. Kann sie nicht drehen, gar nichts. Die Beine selbst sind auf einem ganz normalen Kugelgelenk. Im Gegensatz zu dem anderen Jazz, sage ich jetzt schon, Sideswipe,
Fehlen hier die Pneumatics komplett, die mit dem Torso verbunden waren, wie früher, die sich dann mitbewegt haben. Die haben sie komplett hier entfernt. Schade, war ein schönes Gimmick. Die Kniescheiben kann man nach oben bewegen. Natürlich kann man die Figur auch zum Knien bewegen. Allerdings ist das eigentlich schon alles. Weiter kann man es nicht bewegen. Sehr schade. Dazu müsste man theoretisch den Sitz nach vorne klappen. Und ja, dann kann man das Bein im 60-Grad-Winkel, im 90-Grad-Winkel nach unten bewegen. Ironie. Wer dreht das Bein schon so nach vorne? Das hätte man anders lösen können. Sehr schade. Aber ansonsten sehr gut gelungen. Man hat quasi jetzt das nach unten bewegt und hat das Knie hier unten im unteren Beinbereich angebracht. Weil man meint, da ist das Knie. Aber ganz ehrlich, wer hat schon so einen langen Schenkel und hier unten dann das Knie? Aber nun gut, so ist es halt gemacht. Es ist ein Außerirdischer, was will ich daran erwarten? Vielleicht ist dort die Anatomie halt ein bisschen anders. Man hat bei den Transformers schon die seltsamsten Dinge gesehen. So, das Jetpack, wie gesagt, hinten drauf, oder besagt das Rückenmodul, ist mir persönlich zu groß. Das hätte man besser machen können. Ich habe mich schon überlegt, ob ich dieses Teil komplett da drunter klappe. Macht es nicht sehr viel besser, allerdings wirkt in die Motorhaube ein bisschen besser. Nachteil ist, sie drückt hier oben auf den Kopf. Deswegen muss man sehen, halt, wie man es macht. Das Gute ist halt, dieses ganze Teil hat insgesamt 1, 2 und 3 Gelenke. Das heißt, die Beweglichkeit kann man wirklich sehr groß ausspielen, machen, wie man möchte. Ich persönlich zum Beispiel bevorzuge, wenn die Seitentüren nach oben oder zur Seite gedreht sind. Dass es zum Beispiel so aussieht. Finde ich persönlich sehr viel schöner. Aber das ist, wie gesagt, jedem selbst überlassen. Ja, die Figur, wie gesagt, hat diesen Blaster. Den kann man ihm ganz normal in die Hand geben. So. Und schon steht die Figur nicht mehr. Ja, das ist der kleine, aber feine Nachteil dieser Figur. Weil der Blaster ist sehr, sehr schwer. So, sie steht schwerfällig, aber ja, sehr breitbeinig. Wenn man versucht jetzt die Beine mehr zusammenzustellen, dann ja, habe ich manchmal das Gefühl, die Figur steht nicht sonderlich. Liegt aber bei mir an meiner Figur, weil diese Hinterteile sehr locker bei mir sind. Wenn sie jetzt fest wäre, würde die Figur perfekt stehen. Ist bei mir allerdings nicht der Fall. Vielleicht muss ich mal gucken, dass ich das Gewinde vielleicht ein bisschen stärker zusammendrücke, beziehungsweise durch zwei Komponentenknete vielleicht ein bisschen besser verschließe. Dann steht die Figur auch allgemein sehr viel besser. Ja, ansonsten eine sehr schöne Figur im Fahrzeugmodus. Sehr schlicht gehalten, dadurch, dass sie nicht mehr silber ist, sondern einem grau gehalten. Leider ein Punkt Abzug. Sehr stark an dem alten Sideswipe angelehnt. Allerdings halt auch ein bisschen kleiner. Dafür allerdings ein bisschen sportlicher. Ich würde sagen, im Fahrzeugmodus insgesamt 8 Punkte. Im Robotermodus sehr viele Ecken und Kanten, die mich an dieser Figur stören, wie zum Beispiel hinten das große Rückenmodul, die Klingen, die zusammengeklappt einfach sich gegenseitig mit den Schultern blockieren, gefällt mir nicht so sehr. Die Beine hätten besser gemacht werden können, alleine von den Rückenständern, die quasi die Figur festhalten, das hätte man auch besser machen können. Deswegen im Robotermodus leider nur 7 von 10 Punkten auch. Deswegen alles in allem 7 von 10 Punkten für die Figur. Allerdings der Blaster sehr schön gehalten. Dieser Blaster hätte die Figur nochmal auf 8 von 10 Punkten bringen können, wenn Farbe dran gewesen wäre. Wie schon, wie gesagt, hier im Original, im Schwarz mit blauer Klinge, zum Beispiel einer durchsichtigen Klinge, hätte dieser Figur wirklich echt gut getan. Allerdings, wie gesagt, dadurch, dass es fehlt, dicker Punkt Abzug. Und da spielt es auch keine Rolle, ob man jetzt diese Klinge ausklappen kann oder nicht. Was ich sowieso ein bisschen schwachsinnig finde, weil er, wie gesagt, seine Klingen hier oben am Arm hat, die man ausklappen kann. Alles in allem sehr schade. Man hätte es besser machen können. Alles in allem deswegen nur 7 von 10 Punkten. Was soll ich groß noch dazu sagen? Die andere Sideswipe-Figur von der ersten Movieline wird von mir auch noch demnächst vorgestellt. Dann nochmal im Vergleich zu dieser Figur. Vielleicht fällt euch dann auch auf, wieso ich die Punkte so vergebe. Bis dahin bleibe ich jetzt erstmal nur bei dieser Figur. Wünsche euch so viel, bis zum nächsten Mal. Und ich sage einfach mal, tschüss, euer Raxfor.